Berlin Mitte. Nach einem Betriebsfest wacht Abteilungsleiter Peter Hellmann am nächsten Morgen in einem Hotelzimmer auf. Der 35-Jährige kann sich an nichts mehr erinnern. Er hat höllische Kopfschmerzen. Und die werden noch schlimmer, als der werdende Vater die Klamotten seiner Arbeitskollegin Katrin Finke neben dem Bett entdeckt. Guten Morgen. Was machst du denn hier? Was soll denn diese Frage? Ich sag mal, so wurde ich morgens noch nie begrüßt. Das heißt, wir haben... Ja? Du kannst dich schon daran erinnern, dass wir nach der Firmenfeier noch hier weitergemacht haben? Ich weiß gar nichts mehr. Aber eins ist klar, das war ein einmaliger Ausrutscher. Mehr nicht, okay? Ganz ehrlich, ich sollte jetzt beleidigt sein, dass du dich daran nicht erinnern kannst. Aber ja, es war nur eine Nacht, ist alles okay. Ich halte dich, du, ich bin auch selbst verheiratet. Gut, dann ist alles geklärt. Diese Nacht hat niemals stattgefunden. Natürlich nicht, sie hat nie stattgefunden. Bleibt nur eine schöne Erinnerung. Ich weiß gar nicht, wie ich hier reingekommen bin. Das darf niemals rauskommen. Simone darf davon nichts erfahren. Ist ihm sicherlich unangenehm und er braucht jetzt eine Entschuldigung. Aber es war doch nur eine Nacht, das kann doch mal passieren. Panisch hat sich der zukünftige Papa auf den Weg nach Hause gemacht. Um die Nacht im Hotel zu vertuschen, hat Peter unterwegs noch schnell alles für ein gemeinsames Frühstück mit seiner Verlobten eingekauft. Er hat Glück, denn Simone, seine im 8. Monat schwangere Freundin, schläft in letzter Zeit wie ein Stein. Schatz, guten Morgen. Guten Morgen. Hast du schon Frühstück gemacht? Ist ja lieb von dir. Seitdem ich Abteilungsleiter bin, habe ich ja so wenig Zeit für dich. Und da dachte ich, ich könnte dich mal ein bisschen verwöhnen. Ach, du bist süß. Ich habe auch schon die Post geholt. Und, was Besonderes dabei? Schaurat. O-Saft? Ja, gern. Ja, der Brief hier. Steht nur dein Name drauf. Kein Absender, keine Adresse. Muss wohl jemand eingeworfen haben hier. Merkwürdig. Hast du etwa Geheimnisse? Schatz, das ist nix. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Eine kleine Überraschung. Okay, also hat die vielleicht was mit meinem Geburtstag zu tun? So ist das, deswegen darf ich auch nichts sagen. Okay. Naja, dann lasse ich dich vielleicht 5 Minuten alleine mit meiner Überraschung. Ja. Ja? Okay. Okay. Der werdende Vater steht mit dem Rücken zur Wand. Nach diesem Erpresserbrief ist der Fehltritt vor seiner schwangeren Verlobten nicht geheim zu halten. Statt zur Arbeit zu fahren, sucht der 35-jährige Abteilungsleiter Rechtsanwalt Ralf Vogel auf. Er hofft, dass der Jurist einen Weg findet, die Angelegenheit still und leise zu beseitigen. Das ist das Bild, was da drin war. Ja, und der Brief. Ja, Herr Hellmann, ich kann Ihnen da aufgrund meiner Erfahrung nur eins raten. Nehmen Sie den Brief und gehen zur Polizei. Die kennt sich damit am besten aus. Wenn das so einfach wäre, würde ich heute nicht hier sitzen, sondern wäre sofort zur Polizei gegangen. Aber meine Freundin darf davon nichts erfahren, deswegen bin ich hier. Gut, Sie sind der Mandant. Ich mache, was Sie wollen. Aber finden Sie das wirklich richtig, mit so einer Lüge in Ihre Ehe zu starten? Sie verstehen nicht ganz. Meine Freundin ist im 8. Monat schwanger. Und vor 2 Monaten hätte sie beinahe unser Kind verloren. Gut, Sie haben also Angst, dass die Wahrheit dazu führen könnte, dass sie das Kind verliert. Genau. Der Arzt hatte ihr damals den Ratschlag gegeben, jede Aufregung zu vermeiden. Und Sie können sich bestimmt gut vorstellen, was passieren würde, wenn sie das erfahren würde. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Frage ist doch jetzt, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich hatte einfach gedacht, vielleicht können Sie mir einen Ratschlag geben, was man in so einer Situation macht, wenn man nicht zur Polizei kann oder nicht zur Polizei will. Ich bin ratlos und weiß da wirklich nicht weiter. Dazu müssen Sie mir erst mal erzählen, wie es zu diesem Bild hier kommen konnte, von einer halbnackten Frau und Ihnen im Hotelzimmer. Wenn ich das wüsste. Ich war vor 2 Tagen auf unserer Firmenfeier.
In der Kantine. Und alles, woran ich mich noch erinnern kann, ist mein zweites Glas Bier. Danach ist alles weg. Nichts mehr da. Und ich bin am nächsten Morgen in diesem Hotelzimmer aufgewacht mit einem Schädel, wie ich den seit Uni-Zeiten nicht mehr hatte. Wer ist denn diese Frau auf diesem Bild? Das ist meine Arbeitskollegin, Katrin Finke. Sie hat mir erzählt, dass wir wohl eine wilde Nacht zusammen verbracht haben. Aber ich verstehe das nicht. Mehr als zwei Bier kann ich nicht getrunken haben. Und ich habe mich gefühlt, als wenn ich eine Wodkaflasche auf Ex getrunken hätte. Ich will nichts vorwegnehmen, aber das hört sich für mich ganz klassisch nach K.O.-Tropfen an. K.O.-Tropfen? Mhm. Aber wer und wieso sollte mir überhaupt jemand sowas antun? Na gut, das Wieso ist einfach. 25.000 Euro ist ein Grund. Die Frage ist doch, wer steckt dahinter? Wer ist der Erpresser? Und dazu sollten wir als erstes mal die Frau auf dem Bild hier befragen, denn die war schließlich dabei. Das stimmt. Katrin ist die Einzige, die dazu was sagen kann. Ich bin wirklich sehr erleichtert, jetzt endlich mit dem Anwalt darüber gesprochen zu haben. Und bin sehr froh, dass er mich dabei unterstützt, auch wenn er es nicht gut findet, dass ich mit Simona nicht darüber spreche. Aber die Sache mit dem Fremdgehen, das verstehe ich immer noch nicht ganz. Ich meine, das passt überhaupt nicht zu mir. Ich kann meinem Mandanten eigentlich weiterhin nur raten, zur Polizei zu gehen. Die haben ganz andere Möglichkeiten. Schließlich handelt es sich um eine erhebliche Straftat. Aber als Rechtsanwalt bin ich an den Wunsch meines Mandanten gebunden. Rechtsanwalt Ralf Vogel versteht, dass der werdende Vater die Schwangerschaft seiner Verlobten nicht gefährden will und nimmt die Ermittlungen auf. Gemeinsam mit Peter fährt er zur Arbeitsstelle des Abteilungsleiters, um die Sekretärin nach dem One-Night-Stand zu befragen. Die beiden Männer erwischen Katrin Finke auf dem Weg in die Pause. Katrin, schön, dass wir dich hier treffen. Wir wollten dir ja nämlich noch ein paar Fragen stellen. Mir? Wer sind denn wir? Schönen guten Tag, Rechtsanwalt Vogel, mein Name. Ich bin der Rechtsanwalt von Herrn Hellmann. Anwalt? Zu was brauchst du denn einen Anwalt? Katrin, es geht um die besagte Nacht. Du weißt ja, ich kann mich immer noch an nichts erinnern. Und deswegen wollten wir dir gerne ein paar Fragen stellen. Sag mal, tickst du nicht mehr ganz richtig? Wir waren uns doch einig, dass wir darüber kein Wort verlieren. Du hast mich doch noch angefleht, ich soll den Mund halten. Und jetzt kommst du mit einem Anwalt? Jetzt mal ganz langsam, Frau Finke. Mein Mandant hat einen sehr unschönen Brief bekommen mit einem Foto von der besagten Nacht und wird hier erpresst. Und da sich mein Mandant an nichts erinnern kann, haben wir gehofft, dass Sie ihm vielleicht ein bisschen auf die Sprünge helfen können. So, wollt ihr mich verarschen? Ganz und gar nicht. Schaut dir das mal an. Weißt du jetzt, warum ich den Mund... Ich glaub das nicht. Ja. Scheiße. Sag mal, wer macht denn sowas? Nein, ich muss nach Hause. Vielleicht habe ich auch so einen Brief im Briefkasten. Bevor Sie nach Hause gehen, sollten Sie uns noch ein paar Fragen beantworten. Denn der Herr Hellmann, der leidet unter Gedächtnisverlust und kann sich wirklich an den Abend nicht erinnern. Ja, dann aber schnell. Sagen Sie mal, hat denn der Herr Hellmann an diesem besagten Abend auf Sie stark benommen gewirkt? Peter war natürlich ganz schön betrunken. Aber also ich kann mich an mangelnde Aufmerksamkeit von seiner Seite nicht beklagen. Aber warum er sich auch nicht erinnern kann, ich weiß es nicht. Vielleicht schlechtes Gewissen. Katrin. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Höchstens noch das zweite Glas Bier und dann bis zum nächsten Morgen nichts mehr. Wie sind Sie beide überhaupt in dieses Hotelzimmer gekommen? Mann, ist doch egal. Mit dem Taxi, verdammt. Aber ich muss jetzt los. Mein Mann kommt gleich von der Arbeit. Und wenn er einen Brief findet... Nee, tut mir leid. Super. Jetzt stehen wir wieder vor nichts. Das lassen Sie mal nicht den Kopf hängen, Herr Hellmann. Das war die erste Person, die wir befragt haben. Und Frau Finke können wir noch später fragen. Dann müssen wir halt den Abend anders rekonstruieren. Ja, aber wie? Die zentrale Frage ist doch folgende. Woher wusste der Erpresser, dass er dieses Bild genau in dem Zimmer machen kann, in dem Sie waren? Ja, das frage ich mich ja auch. Er muss uns ja die ganze Zeit beobachtet haben. Oder er war anders irgendwie über diesen Abend informiert. Da sollten wir ansetzen. Und ich habe auch schon ein paar Ideen, wo ich da ermitteln werde. Ich schlage mal vor, Sie gehen nach Hause zu Ihrer Verlobten und ich melde mich, sobald ich was weiß. Herr Hellmann, okay? Super, so machen wir das. Gut. Danke nochmal für die ganze Unterstützung. Natürlich, ja. Gerne. Wiederschauen. Danke, tschüss. Merkwürdig, dass Frau Finke den Zustand meines Mandanten anders schildert als er selbst und überhaupt nicht nach der Polizei fragt. Aber vielleicht sehe ich Gespenster, wo keine sind. Das wird sich noch zeigen. Schweren Herzens hat sich Peter auf den Heimweg gemacht. Der werdende Vater weiß, dass Anwalt Ralf Vogel recht hat. Er muss seiner schwangeren Verlobten gestehen, was in der Nacht nach dem Betriebsfest passiert ist. Damit wäre zumindest die Erpressung hinfällig. Allerdings hat er panische Angst um seine Beziehung und das Baby. Simone hätte vor 2 Monaten beinahe ihr Kind verloren. Hallo Schatz, du bist ja schon zu Hause. Ja, irgendwie ist heute der Wurm drin.
konnte mich gar nicht konzentrieren auf Arbeit und ich habe eh Überstunden. Dachte, ich komme ein bisschen eher nach Hause. Ja, aber trotzdem, du bist seit der Firmenfeier irgendwie komisch. Ist da irgendwas passiert? Die Firmenfeier. Mhm. An den Abend, also auf der Firmenfeier da, naja, was ist los? Schatz, ist alles okay? Ahnung, ja, ich habe heute den ganzen Tag schon so Schmerzen im Unterleib, aber es wird glaube ich schon gleich wieder gut. Ja. Nein, komm, du legst dich jetzt mal hin und legst die Beine hoch. Komm mal zurück. Danke. Hast ja auch genug gearbeitet. Dankeschön. Dann war das ja doch für etwas gut, dass ich hier war. Ja, das ist richtig, aber ich will immer noch wissen, was mit dir los ist. Schatz, es ist irgendwie... Ich mache mir nur Sorgen um euch beiden, mehr ist nicht. Soll ich uns was zu essen machen? Das ist eine gute Idee. Danke. Ich dachte mir zwar schon, dass Peter sich Sorgen macht, aber dass es ihn so belastet, hätte ich nicht gedacht. Naja, es ist ja nicht mehr lange und dann hat die Angst um das Baby ein Ende. Und wir sind zu dritt und glücklich. Während sich sein Mandant Peter um seine schwangere Verlobte sorgt, hat Rechtsanwalt Ralf Vogel seinen Referendar in den Fall eingeweiht. Gemeinsam mit Frank Schulze sucht der Jurist das Hotel auf, in dem das Erpresserfoto entstanden ist. Und die beiden haben Glück, denn mit Reto Berger hat der gleiche Rezeptionist Dienst wie in der Nacht von Peter Hellmanns Fehltritt. Schönen guten Abend. Guten Abend. Rechtsanwalt Vogel, mein Name. Ja. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich weiß, dass Sie in Ihrem Haus sicherlich sehr auf Diskretion achten. Aber vielleicht können Sie mir eine Frage beantworten. Können Sie sich an einen der beiden Herrschaften oder an beide vielleicht erinnern? Nein, Diskretion ist das A und O in unserem Haus. Vielleicht können Sie ja mal eine Ausnahme machen. Schauen Sie mal das Bild sich ganz genau an. Nee, tut mir leid. Schauen Sie mal, ich verstehe Sie ja, aber wenn Sie uns hier nicht weiterhelfen, dann müssen wir die Polizei anrufen. Das Foto wurde in Ihrem Hotel gemacht. Herr Mandant wird mit diesem Foto erpresst. Das heißt, das ist ein Straftatbestand. Und wenn ich jetzt die Polizei anrufe, dann kommt die hier ins Haus und wird jeden einzelnen ihrer Hotelgäste vernehmen. Und ich dachte mir, das können wir uns vielleicht ersparen. Das ist ja auch nicht in Ihrem Interesse, oder? Nein, nein, das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht schauen Sie mal drauf. Vielleicht kann ich Ihnen ja doch helfen. Wir müssen herausfinden, woher der Fotograf wusste, dass er das Bild gerade in diesem Hotelzimmer machen kann. Vielleicht machen Sie ja erst mal ein paar Angaben dazu, was Sie ja gestern Abend beobachten konnten. Also, ich habe die Frau und den Mann gesehen und einen Taxifahrer. Und der Mann war sehr betrunken. Die Frau hat den Schlüssel geholt und die sind dann aufs Zimmer gegangen. Konnten Sie vielleicht beobachten, ob den beiden jemand gefolgt ist? Nein, kann ich mich nicht dran erinnern, das weiß ich nicht. Da habe ich mehr erhofft. Sagen Sie, wird die Lobby hier nicht videoüberwacht? Ja, schon. Na prima, aber können wir uns die Aufzeichnung vielleicht mal ansehen? Das geht leider nicht, also. Wie war nochmal die Nummer der Polizei, Frank? 110 oder 112? Okay, okay, okay. Ist in Ordnung. Ich zeige Ihnen ausnahmsweise die Aufnahmen. Dass es sehr entgegenkommt. Ja, kommen Sie bitte mit. Rezeptionist Reto Berger hat dem Druck von Ralf Vogel und seinem Referendar Frank Schulze nachgegeben. Widerwillig zeigt der Hotelangestellte den beiden im Büro die Videoaufzeichnungen des Vorabends. Gespannt verfolgt der Rechtsanwalt die Bilder, in der Hoffnung auf den einen entscheidenden Hinweis, wer das Erpresserfoto gemacht haben könnte. So, da sehen wir die Lobby. Da ist das Trio, ja. Da sind die drei. Das ist der Taxifahrer wahrscheinlich. So, jetzt holen die sich den Schlüssel ab. Ja, anscheinend folgt denen keiner. Also wie es aussieht, ist denen keiner gefolgt. Der hier vorne kommt mir etwas komisch vor. Ja, der war ja schon vorher da. So, und jetzt? Jetzt gehen die aufs Zimmer und... Da, tatsächlich, der bewegt sich. Und geht den hinterher. So, da müssen wir zurückspulen. Ja. Schauen wir mal, ob wir das nochmal zurückkriegen. Und vielleicht können wir von dem Mann das Gesicht noch irgendwie sehen. Mhm. Ja. Prima, wenn wir das vergrößert und ausgedruckt bekommen. Ja, gut, viel sehen wir nicht, aber es wäre schon Hilfe. Vielleicht können wir das ausdrucken. Ja, genau davon brauchen wir einen Ausdruck. Das war wirklich ein guter Einfall von meinem neuen Referendar. Vielleicht ist das Ganze nicht astrein, aber es hilft meinem Mandanten auf jeden Fall weiter. Bei dem Typen aus der Lobby, da müssen wir ansetzen. Vielleicht erkennt ihn irgendjemand. One more.
Ralf Vogel ist zuversichtlich. Der Mann auf der Videoaufzeichnung könnte eine erste Spur im Erpressungsfall Peter Hellmann sein. Mit dem Ausdruck in der Hand hat sich der Rechtsanwalt am nächsten Morgen erneut auf den Weg in die Firma des Abteilungsleiters gemacht. Vielleicht kann ihm das Opfer selbst oder einer seiner Kollegen einen entscheidenden Hinweis geben. Ach, Herr Vogel, Herr Hellmann. Grüße Sie. Schön, dass ich Sie treffe. Ich habe was mitgebracht heute mal, und zwar ein Bild. Mhm. Das soll der Typ sein, der uns fotografiert hat? Das ist nur ein Verdacht. Genaues weiß ich noch nicht. Aber kommt er Ihnen bekannt vor? Man erkennt ja hier gar nichts. Besonders mit dieser Mütze. Komischer Vogel. Ja, das Bild ist sehr unscharf. Ich meine, vielleicht hat er sich auch verkleidet, weil er selber eine Affäre vertuschen will. Michael? Will. Ja? Kommst du mal bitte kurz. Du warst doch an der Feier bei mir gewesen, an der Theke. Ja. Hm? Kannst du dich zufällig an diesen Typen erinnern? Da kann man ja gar nichts drauf erkennen. Hm. Also, nee. Ganz bestimmt nicht. Hast du auch nicht bemerkt, ob er überhaupt an den Abend da war? Nee, sagt mir gar nichts. Was ist denn mit dem? Entschuldigung, dass ich mich einmische. Ich bin Rechtsanwalt Vogel. Ja. Ich bin der Rechtsanwalt von Herrn Hellmann. Was es mit diesem Mann auf sich hat, kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Aber ich habe mal eine Frage. Ist Ihnen irgendetwas Merkwürdiges, irgendetwas Besonderes an Herrn Hellmann an diesem Abend aufgefallen? Naja, was uns eigentlich so ein bisschen verwundert hat, war, dass der Peter schon nach dem zweiten Bier vollkommen weg war. Das sind wir von dir gar nicht gewohnt. Mhm. Sie würden also sagen, Herr Hellmann war an diesem Abend stark betrunken? Naja, also es war schon ganz schön heftig. Ja, aber du warst vollkommen hinüber gewesen. War von einer Sekunde auf die anderen und weg warst du. Ich sag ja, aber was ist danach passiert? Wie gesagt, bei mir ist alles weg. Und Katrin hat versprochen, dich sicher nach Hause zu bringen und sich um alles zu kümmern. Ich habe ihr sogar noch geholfen, dich in ein Taxi zu verfrachten. Ja, zu Hause bin ich aber nie angekommen. Davon weiß ich nicht. Also ich bin dann auch zurück zur Feier. Hm. Ja. Sei mir nicht böse, aber ich muss auch weiter. Okay, danke dir. Tja, naja, man war auch nicht. Weiter hat uns das jetzt auch nicht gebracht. So viel zu erwarten. Das Bild ist jetzt wirklich nicht gerade optimal und sehr scharf. Aber es ist halt ein Ansatzpunkt, an dem wir arbeiten müssen. Ach, hallo Frau Finke. Schön, dass wir Sie heute auch hier treffen. Sie schon wieder. Ja, und diesmal habe ich das mitgebracht für Sie. Schauen Sie mal, ein Foto mit einem Mann. Kennen Sie den? Ja, ich kann ja kaum was darauf erkennen. Das soll dieser Typ sein, der uns fotografiert hat. Ja, der hat anscheinend in der Hotellobby auf Sie gewartet. Wird doch immer merkwürdiger, die Geschichte. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt eine ganz wichtige Besprechung und dafür keine Zeit. Also, wie gesagt, ich habe die nicht gesehen. Tut mir leid. Ich dachte, wir hätten jetzt echt was. Wir haben doch auch was, Herr Hellmann. Aber an diesem Punkt, denke ich, sollten wir unbedingt die Polizei informieren. Denn als Rechtsanwalt komme ich hier nicht mehr weiter. Mhm. Ja, ich glaube, mir bleibt echt nichts anderes übrig. Mhm. Na gut, ich überlege mir das, okay? Gut. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie sich dazu entschieden haben. Und ich komme auch gerne mit Ihnen mit auf die Wache, ja? Okay. Also, machen wir. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich habe wirklich keine andere Wahl mehr, als zur Polizei zu gehen. Ich muss das nur irgendwie Simone beichten. Ja, ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll, ohne das Baby zu gefährden. Keine leichte Entscheidung für meinen Mandanten. Aber ich kann ihm nach wie vor nur raten, zur Polizei zu gehen. Die haben ganz andere Möglichkeiten als ich. Meine Möglichkeiten als Rechtsanwalt, die sind langsam erschöpft. I want you by my side, so that I never feel alone again. Auf dem Weg nach Hause hat Peter seine aussichtslose Lage immer wieder durchgespielt. Um der Erpressung ein Ende zu bereiten, muss er Simone die Wahrheit sagen. Allerdings hat er wahnsinnige Angst davor, dass seine schwangere Verlobte nach den Komplikationen ihr Baby wirklich verlieren könnte. Schatz. Alles okay? Bin ich froh, dass du da bist. Was ist los? Ich wollte dich gerade schon anrufen. Ist was mit dem Baby? Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich habe so Reißzuschmerzen im Unterleib. Soll ich einen Arzt anrufen? Ja, habe ich schon getan. Und? Ja, der meinte, wir sollen sofort ins Krankenhaus kommen. Ja, dann los. Ja, wir brauchen noch meine Tasche. Ja, ich hol dich. Da lang. Bleib du hier stehen? Ja. Kannst du stehen? Ja, ich kann stehen, bleib locker. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Das mit der Erpressung ist mir jetzt scheißegal. Es geht hier nur noch um Simone und das Baby. Wenn den beiden irgendwas passiert, ich weiß dann auch nicht mehr weiter. Im Krankenhaus hat der zuständige Arzt Simone sofort zu einer eingehenden Untersuchung mitgenommen. Die Sorge um die 30-Jährige und das Kind lassen Peter, dem Vater in Spee, keine Ruhe. Um die beiden auf keinen Fall zu gefährden, hat der Abteilungsleiter eine schwere Entscheidung getroffen. Doch dafür braucht er die Hilfe von Rechtsanwalt Ralf Vogel. Sag, Hellmann.
Gibt's was Neues? Hat der Arzt was gesagt? Noch gar nichts. Ich werde hier noch verrückt. Seit einer halben Stunde warte ich schon hier und noch nichts. Beruhigen Sie sich erstmal. Es bringt ja nichts, wenn Sie gleich zu Ihrer Verlobten reingehen und dann so nervös sind. Wenn irgendwas passiert ist. Wird schon nicht. Wenn was passiert wäre, dann hätte der Arzt doch schon längst was gesagt. Aber warum hat sich denn Ihre Frau so aufgeregt? Haben Sie ihr die Wahrheit gesagt? Nein, dazu kam es erst gar nicht. Dazu wird's auch nicht kommen. Ich will, dass das Ganze aufhört. Wie meinen Sie das? Ja, ich werde das Geld zahlen. Ich will einfach nur noch Ruhe. Haben Sie sich das auch gut überlegt? Da gibt's nichts zu überlegen. Die ganzen Nachforschungen haben nichts ergeben. Und diese ganze Heimlichtuerei vor Simone, ich will das nicht mehr. Und so wie es aussieht, kann ich Simone sowieso nie die Wahrheit sagen. Nur was ist denn, wenn der Erpresser keine Ruhe gibt? Wenn er sich mit den 25.000 Euro nicht begnügt und immer mehr fordert, dann hat das Ganze nie ein Ende. Was soll ich machen? Dann habe ich halt Pech. Dann muss ich weiterzahlen. Gut, das ist Ihre Entscheidung, auch wenn ich anderer Meinung bin. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen helfen und kann Sie zur Lösegeldübergabe begleiten, wenn Sie wollen. Das wäre super. Alleine kriege ich das, glaube ich, nicht hin. Haben Sie denn die 25.000 Euro schon zusammen? Ja, ich muss ein paar Sparbücher auflösen, aber das bekomme ich schon hin. Na gut, mal Folgendes. Sie melden sich bei mir, wenn Sie das Geld zusammen haben, und dann besprechen wir alles Weitere. Gut, Herr Hellmann? Super. Gut. Vielen Dank. Bitte schön. Danke, Herr Hellmann. Herr Doktor. Was ist Sie? Wie geht's dem Baby? Dem Baby geht's gut. Das ist schön. Aber Ihre Verlobte hat einen verkürzten Muttermund, das wissen Sie. Sie waren vor etwa 2 Monaten schon mal bei uns zur Untersuchung. Mhm. Und nun sieht es so aus, als ob sich die Plazenta abgelöst hat. Heißt das, sie bekommt einen Kaiserschnitt? Nein. Nein, ich würde Ihre Verlobte nur gern hier beobachten und dazu muss ich hier im Krankenhaus bleiben. Ja, für super. Eine Zeit. Gut. Darf ich denn jetzt zu ihr? Sie dürfen zu ihr. Tun Sie mir nur eingefallen. Sind Sie ganz ruhig. Das ist das Beste, was Sie jetzt tun können. Ja? Das werde ich. Ich schaue nachher nochmal. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch ist. Jetzt zählt nur meine kleine Familie. Wenn ich jetzt dafür zahlen muss, dann muss ich da durch. I wanna hide the